Und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch meine Adventskalender zeigen. Ich hatte den von Balea, außerdem noch einen Teekalender und einen selbstgemachten von meiner Schwester. Aber erstmal fange ich an mit dem von Balea. Der hat 15 Euro gekostet, ich glaube 14,95 oder ähnlich. Und genau, ich fange jetzt einfach direkt an, ohne große Umschweife, mit dem Inhalt. Beziehungsweise erst einmal mit dem Kalender selbst, weil der ist sehr schön aufgebaut. Hinter jedem Türchen ist ein kleiner Spruch, zum Beispiel hinter Nummer 1. Kind words are like honey, sweet to the soul. So, Nummer 2. Was drin ist, zeige ich euch dann später. Refresh yourself, every morning is a new chance to glow. 3. Every bunny needs somebody to love. Sehr süß. Genau, die 4 ist hier. Shine as bright as a stars in a Christmas night. 5. Wer die 5 sieht, darf laut rufen. Ah ja. Take time to take care of yourself. Sehr süß, sehr schön. Die 6. Ja, da war tatsächlich ein Lipgloss drin, soweit ich mich noch erinnere, aber das zeige ich euch dann alles später. Team Center, meet me under the mistletoe, sehr süß. Die 7 ist hier oben. Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, das Türchen vom Adventskalender klemmt. Hier ist die 8. If you want to give light to others, you have to close yourself. So, Number 9. When the days are getting colder, have a warm heart. Die 10 ist da oben. We are like snowflowers, all different in our own beautiful way. Sehr schön. Kerzenschein und Vanilleduft, es liegt Weihnachten in der Luft. Ich weiß, vor Weihnachten gab es ja diese ganzen Unpackings und alles. Ja, und ich habe mir auch ein paar angeguckt. Egal wie viele Plätzchen ich esse, Schuhe passen immer. Aber ganz ehrlich, ja. Irgendwo nimmt es dann doch die Spannung weg. Deswegen fand ich es auch schade, dass auf der Rückseite von diesem Kalender komplett jeder Tag, also genau gezeigt wurde, was an jedem einzelnen Tag drin ist. Ich habe das dann irgendwann weggemacht. Don't wait for the perfect morning moment. Take the moment and make it perfect. Das war jetzt die 13. Number 14. 14. A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Sehr cool. Christmas time is about spreading love to the world. Nummer 15. Nummer 16 ist hier. Take a moment just for you to breathe in the beauty and the gift of these precious days. Sind doch schon motivierend, diese ganzen Sprüche. 17. Make it a December, do remember. 18. Christmas magic is silent. You don't hear it, you feel it, you know it, you believe it. Mein Sohn glaubt ja nicht mehr an den Weihnachtsmann. It's the reason to sparkle. So. 19, 20. Happiness is taking a hot shower. 21, 21. Ich glaube, 21 habe ich noch drinnen gelassen. Ja, 21 ist drinnen. Keep calm and dream of a white Christmas. Hier ist Haarmilch drin. Mit Aprikosenkernöl. Für alle Haartypen. Ich habe das drinnen gelassen, ganz einfach, weil wir am 21.12. zu meinen Eltern gefahren sind und ich wollte den Kalender nicht mitnehmen. Deswegen habe ich vorher alle Türchen aufgemacht und ja, ganz einfach, um zu sehen, was drin ist. Nummer 22 ist auch noch drin. Leave a little sparkle wherever you go. For the Booze, Highlight Cream, normal und Mischhaut. Hier bin ich sehr gespannt, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich Silvester machen. So. Ich esse Kekse nur an Tagen, die mit G enden und mit Wurst. Klar. Duschcreme, Weihnachtszauberduft. Ich rieche mal kurz dran. Zu sehen, wie weihnachtlich das ist. Oh ja. Riecht auch
echt lecker. Wenn wir glatt nochmal Weihnachten haben. So, ich hoffe, euer Weihnachten war schön. Glaube an Wunder, fühl dich frei, träume, nimm dir Zeit für die magischen Momente. Ehrlich gesagt bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Es ist ein Handwärmer. Ja, ich habe das auf der Rückseite gesehen. Ich habe diesen Tannenbaum gesehen. Aber ich dachte, es wäre vielleicht Badeschaum oder irgendwie sowas drin. Ich habe nicht richtig hingeguckt auf der Rückseite, wo dieses Ganze wirklich alles erklärt wird. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich meine, Handwärmer, ehrlich jetzt. Gut. Außerdem dabei, weiter geht's. Ich zeige euch jetzt einfach mal komplett alle Produkte, die drin sind. Manche habe ich schon benutzt. Zum Beispiel habe ich schon aufgebraucht. Die Winternachtcreme. Winternachtcreme. Wenn man jetzt die ganze Zeit auf ein paar englische Sätze gesprochen hat, dann hat man ein paar englische. Ist man schon ein bisschen im Englischen drin. Nächstes Jahr fahren wir nach England. Ich kann es kaum erwarten. So. Q10-Nachtcreme. Ich muss sagen, zum einen hat die wahnsinnig gut geduftet. Unfassbar lecker, ehrlich. Richtig, richtig genial. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass die echt gut ist. Also die werde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Vielleicht nicht, es wird nicht mehr diese Winternachtcreme geben, weil das ja eine Special Edition ist, extra für diesen Kalender. Aber diese Q10 von Balea werde ich mir definitiv nachkaufen. Außerdem bereits in Benutzung Duschpeeling mit Mandelblütenduft. Unfassbar cremig, unfassbar schön, einfach total zart auch. Wahnsinnig gut. Wir waren ja über Weihnachten bei meinen Eltern und bei meinen Eltern ist das... Mein Vater raucht sehr, sehr viel und meine Haut ist das gar nicht mehr gewohnt. Genauso wenig wie meine Haare. Weshalb ich froh war, dass ich diese Spülung benutzt habe. Die hier. Und auch irgendwo habe ich, glaube ich, noch das... Doch nicht. Irgendwo hatte ich noch eine... ein Shampoo. Spülung und Shampoo. Richtig. Diese beiden Sachen habe ich jetzt benutzt nochmal, beziehungsweise diese drei, nachdem ich bei meinen Eltern war, um meine Haut wieder ein bisschen ordentlich zu machen, meine Haare wieder ein bisschen, die waren so stumm durch diesen Zigarettengeruch, was ich gar nicht vertrage. Ja, genau, da ist das sehr, sehr schön und hier ist noch Winter, für Winter gestresstes Haar, trockene Kopfhaut und hier noch die Spülung mit Panthenol für Winter gestresstes Haar. Passt natürlich wahnsinnig gut jetzt auch gerade, ne? Nachdem ich euch das erzählt habe. Hier eine wärmende Gesichtsmaske. Habe ich noch nicht ausprobiert, wie man sieht. Ist für zwei Anwendungen. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf, diese zu testen. Und bin wirklich gespannt, wie die ist. Ja, ob die wirklich wärmend ist. Genau. Außerdem eine Bodylotion mit Vanilleduft. Vanilleduft, würde ich sagen. Vanilleduft. Hand- und Nagelbalsam für starke und geschmeidige Hände. Finde ich sehr schön, riecht auch sehr gut. Allgemein muss ich sagen, riechen alle Produkte unfassbar gut. Die Bodylotion mit Schneerosenduft ist ebenfalls sehr schön. Noch eine Bodylotion also. Hier ist eine Cremedusche mit Mandarinenduft. Genau, hier ist noch eine Cremedusche mit Vanille-Honigduft. Das war in der Nummer 1, genau. Was hier steht, kind birds are like honey, sweet to the soul, genau. Interessant finde ich den Glow Tonic für zarte Pflege. Habe ich jetzt ebenfalls ein paar Mal benutzt. Ist aber noch einiges drin, also es hält wirklich gut. Ein bisschen traurig bin ich über diesen Balea Lippenpflegestift. Der ist total gewöhnlich. Riecht... auch gar nicht nach Weihnachten oder irgendwie sowas. Das Einzige daran ist die Zipfelmütze, aber das war es im Prinzip auch schon. Schade, ich hätte mir ein bisschen Glow oder irgendwas Glitzermäßiges noch gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. Die Overnight Fußmaske finde ich sehr schön, mit Kirsch- und Pflaumenduft. Außerdem Gesichtscreme, Lichtschutzfaktor 15, benutze ich aktuell. Sehr schön. Eine Feuchtigkeitscreme. Die habe ich noch nicht benutzt. Werde ich aber noch demnächst anfangen. Wieder. Wasch- und Augen-Make-up-Entferner habe ich auch schon ausprobiert. Sehr schön.
Hier ist noch ein Waschgel. Also alles im Prinzip doppelt. Also viele Sachen sind doppelt. Drinne zum Beispiel eben diese Cremes. Die Waschgele. Die Duschcremes. Bodylotions. Hand- und Nagelbalsam. Im Prinzip auch, wenn man das mit den Fuß kombiniert. Haarmilch ist ja wie das Shampoo im Prinzip. Sehr cool finde ich den Glow. Außerdem noch mit dabei ist eine Haarmaske. Oder dabei war eine Haarmaske. Ebenfalls für wintergestresstes und Haut und trockene Kopfhaut. Werde ich demnächst ebenfalls ausprobieren. Und noch eine Gesichtsmaske. Das bedeutet, die Masken sind ebenfalls oder waren ebenfalls doppelt drin. Und wenn ich mich nicht irre, dann war es das tatsächlich mit dem Inhalt von diesem Adventskalender. Genau. Ich bin eigentlich schon sehr zufrieden damit. Allerdings ist es schade, dass es wirklich nur so kleine Sachen sind, die tatsächlich nur für den einen Dezember, also für den Dezember reichen. Aber gut, jetzt möchte ich euch noch schnell den Teekalender gleich zeigen. Aber mein allgemeines und endgültiges Fazit zu diesem Kalender ist einfach. Er ist gut, aber im Prinzip schon sehr teuer. 15 Euro. Wenn man bedenkt, ich habe mal gesehen, dass diese einzelnen Sachen hier diese einen Wert von 11 Euro irgendwas haben. Das heißt, im Prinzip zahlt man schon drauf. Und wenn man theoretisch auch darauf hinaus aus ist, dass eine Duschcreme gerade mal 55 Cent kostet oder auch Shampoo nur 55 Cent von Balea, ist das natürlich schon ein ziemlicher Preisaufschlag. Es macht natürlich Fun, aber ich werde mir nächstes Jahr vielleicht einen anderen Kalender einfach mal gönnen. Weil ich auch mit der 24 ein bisschen unzufrieden war. Interessant fand ich allerdings den Teekalender. So, auch hier jeden Tag ein anderer Spruch. Ich habe einige Teesorten schon ausprobiert, aber ich habe welche aufgehoben, um euch die zu zeigen. Den habe ich von meiner Mutter bekommen. Und es geht immer 1, 2, 3 und so weiter und so fort, ne? So. Vor uns liegen bessere Dinge als jene, die hinter uns liegen. C.S. Lewis. Es gibt nur eine... Oh Gott. Das ist aber unscharf. Es gibt nur eine Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. K.H. Waggle. Waggle. Es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. Theodor Fontaine, also. Bisschen Ahnung habe ich auch. Trauer sorgt für sich selbst. Aber um das Glück wirklich auszukosten, musst du jemanden haben, mit dem du es teilst. Mark Twain. Versuch die anderen zu verstehen, damit du dich selbst verstehen kannst. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Reiß den heutigen Tag ab, als wenn es jener erste in deinem Leben wäre. Er Leonard. Ein reifes Alter ist ein solches, wo wir noch jung bleiben, aber bereits mit viel größerer Mühe. Kann ich wieder nicht aussprechen? Um ein bisschen glücklich zu sein, ein bisschen Himmel auf Erden zu haben, musst du dich mit dem Leben versöhnen, mit deinem eigenen Leben, wie es nun einmal ist. Ihr seht, worauf es hinausläuft. Jeden Tag ein anderer Spruch. Sich einfach freuen ist wichtiger als alle materiellen Errungenschaften. Der Tee ist übrigens lecker. Den habe ich mir von Balea geholt. Cool Shape mit Kokos. Jeder Tag ist ein Neuanfang. Seneca. Ja, und auf der Rückseite geht es dann weiter. Das lese ich jetzt nicht noch alles vor. Wer die Menschen... Was? Gewinnen will, muss sein Herz verpfänden. A. Kolping. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Naja, das sagst du vielleicht. Und hier auf der Rückseite sind noch weitere Sprüche. In Satz 24. Willst du glücklich sein im Leben? Trage bei zu andere Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Johann Wolfgang von Goethe. Sehr schöne Sprüche, jeden Tag etwas Neues. Und deswegen möchte ich euch jetzt noch den
meine Füße sind eingeschlafen. Noch ein bisschen was vom Tee zeigen. Ich habe einfach die letzten Tage, wie gesagt, nicht getrunken. Genau. Was haben wir denn hier? Ich kann das gar nicht mehr lesen. Naja, es waren auf jeden Fall 12 verschiedene Sorten. Eigentlich sogar 13, wenn man es ganz genau nimmt. Hier ist noch Orange, Volti, alles. Der ist lecker, der Minze. Hier ist noch Früchte, Banane. Ne, Mango, Pfirsich, Mango. Ah, Pfirsich, Mango, genau. Himbeere, ich hasse Himbeeren. Nochmal. muss ich mal auch jemandem geben. Hier ist Apfeltee, der war im ersten drin. Johannisbeere. Hier ist nochmal der. Aber ich kann ganz viele Teesorten nochmal trinken, das ist schön. Hier Cranberries. Hier ist nochmal der. Apfel. Kamille. Aber in der 24, das fand ich sehr toll. Tatsächlich ein Weihnachtstee. Das hätte ich nicht gedacht. Den muss ich unbedingt trinken. Mal probieren. Und zwar, ich muss das jetzt mal ein bisschen näher nehmen. Ich kann das gar nicht lesen, was da drauf ist. Flavored Fruit Tea. Ich bin so gespannt, wie der schmeckt. Und werde mir die ganzen Teesorten einfach abends jetzt mal, ja, verinnerlichen, ne? So, da das Video jetzt schon wieder ein bisschen länger ist, möchte ich euch einfach in meinem nächsten Video den Kalender zeigen, den Adventskalender zeigen, den mir meine Schwester gemacht hat. Ich habe auch ihr einen zurecht gemacht mit 24 Überraschungen. Jeden Tag eine. Ja, und unter anderem, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, diese solche Armbändchen. Aber die zeige ich euch, wie gesagt, im nächsten Video, weil sonst sprengt es das Ganze. Also, stay tuned, wie man so schön sagt. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und erzählt mir doch einfach mal, ob ihr auch einen Adventskalender hattet, welchen ihr hattet und ob ihr euch, ja, ob ihr vielleicht zu alt dafür seid. Aber ich glaube, man ist nie zu alt für so einen Adventskalender. Und deswegen, ich finde das einfach toll. Ah, ich habe mir von Alverde jetzt, gab es im Angebot, für 1 Euro schon einen Adventskalender für 2019 gekauft. Zeige ich euch ebenfalls im nächsten Video. So, hier nochmal alle Teesorten. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Cornwall-Kalender war. Den habe ich ja, wie gesagt, geschenkt gekriegt. Ich nehme an, um die 5 Euro. The Tea Company, ich glaube, so viel kosten die 4 bis 7 Euro. Edler Tee Adventskalender kann ich definitiv empfehlen. Ich glaube, meine Mutter hat ihn mal aus dem Rewe geholt. 24 tolle Sprüche, wie auch beim Balea-Kalender. Ich finde es sehr schön. Es ist sehr toll, einfach abends einen Tee zu trinken. Ich liebe Tee. Ich trinke wahnsinnig gerne Tee. Und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.